Drei Dinge, die Sie vor einer offenen Nasenoperation wissen müssen. Das ist das Thema des heutigen Videos. Schönen guten Tag, mein Name ist George Stergio. Ich bin der leitende Arzt der Abteilung für Gesichts- und plastische Chirurgie der Praxisklinik Urania. Heute möchte ich wieder Bezug nehmen auf das Thema der offenen Nasenoperation. Und es hat uns sehr, sehr gefreut, dass das bisherige Video, das wir schon zum Thema offene Nasenoperation aufgestellt haben, einen sehr guten Anklang gefunden haben. Und darum möchten wir heute wieder drei spezifische Punkte nennen, die wir ganz wichtig finden im Zusammenhang mit dieser Operation. Wie wir im letzten Video schon gesagt haben, es ist ganz wichtig zu wissen, weshalb Ihr Behandler letztendlich für Ihren Fall sich für eine offene Nasenoperation entscheidet. In der Regel hat es einen Grund, der liegt in der Anatomie. Das heißt, entweder ist Ihre Nase auch an der Nasenspitze umzuformen und der Zugang über einen offenen Schnitt gewährleistet eine bessere Sicht. Oder der Patient ist schon voroperiert, das heißt, es bestehen hier schon Narben und Voroperationen und die offene Nasenoperation gibt einen besseren Einblick in die Situation. Ich hatte diese Woche eine Patientin, die voroperiert war im Ausland und ich hatte keinen Operationsbericht. Das heißt, ich wusste weder, wie die Schnittführung, noch wie das Nahtmaterial, noch wie die Knorpeltransplantate liegen. Deshalb war der offene Zugang der einzig richtige Zugang, um letztendlich auch Sicherheit zu bekommen und auch Einsicht in das Problem. Ich bin der Meinung, dass nachdem jemand abgeklärt hat, ob offen oder geschlossen, also in unserem Fall der offene Zugang definiert ist, die zweite wichtige Entscheidung sein sollte, ob allenfalls eine funktionelle Problematik noch vorliegt. Wenn wir eine Nase operieren, dann ist es ja nicht nur, damit sie schön aussieht, sie muss ja auch funktionieren. In etwa 30 bis 40% unserer Fälle merken wir aufgrund der Tests, die wir vor der Operation machen, das heißt die Durchlüftungsbemessungen und die Endoskopie, das heißt die Nasenspiegelung, dass Abweichungen von der Norm da sind. Die sind nicht die Ausnahme, sondern eigentlich fast die Regel. Es kommt nur noch darauf an, wie stark die Abweichungen sind und die Patienten darunter leiden. Wenn wir eine Durchflussstörung haben, das heißt die eine Abknickung der Scheidenwand, eine Vergrößerung der Nasenmuschel, die eine Nasenhaupthöhle extrem einengt, dann ist es wichtig, dass man das mit dem Patienten bespricht und allenfalls in der gleichen Operation die Ästhetik und die Funktion gleichzeitig behebt. In diesem Zusammenhang muss man klar erwähnen, dass der funktionelle Anteil auch etwas ist, was allenfalls auch mit der Krankenkasse besprochen werden sollte und das letztendlich auch auf den Preis sich niederschlägt. Wenn Sie sich für eine professionelle Beratung im Bereich der Nasenoperation und der Nasenchirurgie interessieren, dann nehmen Sie sich bitte einen kostenlosen Termin in meiner Sprechstunde. Die Kontaktdaten sind unten aufgeführt. Jetzt komme ich zum dritten Punkt. Der dritte Punkt ist letztendlich für mich der wichtigste. Das ist nämlich die Expertise des Behandlers. Das heißt, Sie müssen wissen, wie gut und wie oft operiert der Chirurge Nasen. Nasenchirurgie, das habe ich bei den letzten Videos schon betont, ist etwas vom Schwierigsten, weil es im sichtbaren Bereich des Gesichtes ist. Das heißt, wenn wir eine Narbe haben, können wir sie nicht verstecken. Wenn wir eine Narbe an der Brust haben, können wir allenfalls einen Pullover drüber legen. Aber die Nase ist das Zentrum des Gesichtes. Wir können nichts verbergen. Sie müssen den Lebenslauf, die Vita des Chirurgen kennen und ihn auch da ganz genau fragen, wie oft er Nasen operiert. Lassen Sie sich auch Ergebnisse zeigen, lassen Sie sich Ergebnisse im Bereich der offenen Nasenchirurgie zeigen, der Revisionschirurgie, das heißt der Nachoperation nach einer missglückten ersten Operation, das sollte eigentlich der Standard sein, damit Sie letztendlich auch bei Ihrer Nasenoperation ein schönes Ergebnis bekommen. Falls Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie mir einen Daumen nach oben. Ansonsten geben Sie mir einen Daumen nach unten.
Über Fragen und Kommentare freue ich mich natürlich, die Sie unten einbringen können. Ansonsten freue ich mich, wenn Sie meinen Videokanal zum Thema ästhetische Medizin und Schönheitschirurgie jede Woche besuchen. Aus Zürich grüßt Sie, Ihr Dr. Steiner. We'll be right back.